Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19 hier auf der Map Nordfriesische Marsch, vierfach die Version ohne Gräben. Ich bin wie immer der Schotti von der Test Area und ich habe die Ernte hier vom Vermehrungsgras zu Ende gebracht. Und jetzt muss der Drescher, ich würde sagen, der ist jetzt bei 12%. Es ist nicht verkehrt. Wir schicken den jetzt erstmal in die Werkstatt. Wir haben ja noch ein bisschen zu tun, nicht? Und wenn er dann in der Werkstatt war für die Wartungsarbeiten, schicken wir den zu Feld 1. Er kann dann da schon mal mit dem Weizen anfangen. So. Ich mache alles zu. Das ist immer viel, 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 viel besser. So, Werkstatt. Und los. Bevor ich es vergesse, den Drescherkurs von Crossplay für das Feld 21, den muss ich nochmal löschen. Wir haben ja, oder ich habe ja dann wegen dem Zaun und ein paar Ecken das Feld bearbeitet. Da müssen wir den Kurs nochmal neu erstellen. Der kriegt jetzt zu tun. Und zwar fährt der jetzt Schwade. Wir haben das Vermehrungsgras geerntet. Das ist im Anhänger im Kipper noch drin. Eine Ladung hatten wir weggebracht für über 30.000 Euro. Jetzt haben wir noch die Reste im Anhänger drin. Die müssen wir jetzt natürlich noch wegbringen. Was beim Drescher hinten rausgekommen ist, aus der Strohablage, ist Gras. Das werden wir jetzt schwaden, damit das vernünftig und sauber da liegt. Dafür haben wir uns, oder habe ich extra den Schwader hier besorgt, ne? Den größeren. Und dann werden wir das einsammeln, das Gras, und wieder in den Fermenter bringen. So, Getreide AG. Das war bester Preis, ja. Da bringen wir auch jetzt den Rest hin. Und wenn der da abgeladen hat, das Geld geht ja sofort auf unser Konto. Das ist ja unsers, ne? Nochmal 35.700 Liter. Wenn der dann da abgeladen hat, was machst du? Suchst du jetzt wie ein Hund bei Regen mit der Nase die Spur? Ah. So, wenn er die da abgeladen hat, dann werden wir den nach Feld 1 schicken. Und beim Mähen bei der Ernte auf Feld 1 soll er dann unterstützen. Das sieht mir nicht so aus, als wenn. Wo will er denn jetzt wieder hin? Also normalerweise sollen die aus der Garage raus, ne? Losfahren. Aber der ist irgendwie ein bisschen bockig heute. Nein. Ja. Nein. Okay, mit dem neuen langen Schwader ist das alles ein bisschen anders wohl. Naja. Ja, genau. Du kriegst die Sämaschine ran. Wir werden mit dem hier auf der neu dazu gekauften Wiese, der 21, da gehen wir ran wegen Vermehrungsgras auch, ne? Da werden wir auch Vermehrungsgras ansehen. Nur müssen wir halt die Wiese erstmal ans Netzwerk anschließen. Ja, und dann. Wenn wir die ans Netzwerk angeschlossen haben. Das wären dicke Schwaden hier.
Dann werden wir ansehen, Vermehrungsgras, scharfe Ecken und Kanten. Und dann haben wir dann zukünftig auch, ne, doppelten Gewinn. Einmal das Gras, das ist ja dann bestimmt für die Heutrocknungsanlage, die ich mir jetzt noch zulegen möchte. Und das ist hier interessant. Wie machen wir das denn? Das Vermehrungsgras, was halt abgeerntet wird, natürlich für den Verkauf. Haben wir hier genug Platz? Ich sag theoretisch einfach mal ja, ne? Ich lasse jetzt mal erstmal das gute Stück hier stehen, damit mir das nicht in die Quere kommt. So. Ziehen mal hier rum. Und dann kann der hier ruhig stehen bleiben. Da ist genug Platz. Das ist die 27. Feld 27. So. Ich fahre das mal eben ein. Das Feld 27 oder die Wiese, wie auch immer, war ja letztens eine Neuanschaffung. Habe ich jetzt ans Netzwerk natürlich auch angeschlossen. So. Das wird auch wieder eine einmalige Aktion mit dem Ansehen hier. Ich möchte zwei Vorgewinde. Ja. Und nicht weich, sondern scharfe Ecken und Kanten. Generiere Feldkurs. Oh je. Das wird was dauern. Aber egal. Ist ja nur einmal und dann ist gut. Wir speichern das mal. 27 Vermehrungsgras, damit es nicht wegkommt. Und dann können wir es später immer noch löschen. So, Vermehrungsgras ist eingestellt. Dünger ist auch da. Sollte doch jetzt funktionieren. Scharfe Ecken und Kanten habe ich ja auch eingestellt. Dann dürfte da eigentlich auch nichts schief gehen. Wir haben übrigens noch mal von den Resten Vermehrungsgras von dem Verkauf habe ich im Augenwinkel rechts mitbekommen. Oben kamen noch mal 24.000 Euro und ein bisschen mehr auf unser Konto. Das hat schon mal funktioniert. So. Ja. Und hier ist das mit den scharfen Ecken und Kanten. Lassen wir da mal machen. Ich schaue später noch mal vorbei. Wenn wir jetzt den Drescher in Ordnung bringen hier. Wir haben dann noch mehr zu tun. Und das. Genau. Und hopp. Und das müssen wir ja auch dann irgendwie ans Laufen bringen. Die Arbeit kann ja ruhig viel sein, aber wir müssen halt unsere Fahrzeuge dann auch dran bringen, dass die dann auch wirklich beschäftigt sind. So, das Schwaden scheint hier dann auch relativ gut zu funktionieren. Die Schwaden sind dann auch was dicker, glaube ich. Da, wo der richtig rankommt. Der ist schon im Vorgewinde. Ach. Kann ich eigentlich ja. Kann ich das so glauben? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich glaube das erstmal so. Dass der schon im Vorgewinde ist. Ich habe es nicht beobachtet. Wir werden sehen. Ja, doch. Das kann hinkommen. Sogar schon im zweiten Vorgewinde von dreien kann der sein gerade. Das, nee, das ist schon in Ordnung. Das passt schon. So, dich brauche ich nicht. Du bist hier. Dich brauche ich auch an Feld 1. Du spielst da den Abfahrer für den Drescher. Ja, die Sämaschine seht ihr an. Ich lasse die mal machen.
Unser Drescher kommt zu Feld 1. Was ist denn, wie ist denn, da möchte ich natürlich später auch schwaden. Hier rechts ist Raps für unsere Dieselproduktion. Links ist wie immer Weizen. Ne? Und den Weizen, naja, wir haben noch kein Silo. Wir müssen uns irgendwann einen anschaffen. Aber noch ist das nicht so. Am Depot 803 Euro für 1000. Ist eine prima Sache. So. Abschmeißen. Wir werden den Weizen auch wieder direkt verkaufen und dann haben wir auch. Ja, jetzt fehlt in der Tat wieder noch der Traktor mit Stroh. Nein, denn ein vierter Traktor zum Assistieren beim Strohsammeln. Weil wir ja noch Gras sammeln müssen. Das Gras wächst sehr langsam. Sammel ich. Nee, Stroh kann ich nicht erst einsammeln. Muss ich ja auch erst. Ist das jetzt hier richtig? Ja. Wo ist denn? Ach, da hinten. Sieht man so gar nicht. Er fährt nicht los, weil er zu weit weg ist, ne? Es ist manchmal. Naja. Ja, guckt euch das jetzt an. Guckt euch das jetzt an. Da muss er noch näher rangehen. Ne? So. Und jetzt. Ja. Halt. Stroblage kontrollieren. Ist an. Jetzt. Sicher war sicher, ne? Was machst du jetzt? Da ist schon wieder ein Bug drin, ne? Hier, seht ihr das? Wie der das Rohr verdreht hat. Ich hoffe, ich sollte mal speichern zur Vorsicht. Hier manuell. Man weiß nie, was passiert, ne? Wenn das schon so komisch da kommt. Werden wir beim Abtanken sehen. Ja. Das Schwaden läuft wie erwartet recht gut. Dadurch, dass die Arbeitsbreite vom Drescher so breit war, guck mal, ach, hört er auch alles schön aus der Ecken raus. Wunderbare Sache. So. Stopp. Du kriegst Abfahrermodus. Ja, Feld 1 war doch richtig. Aber dann, wenn du abgetankt hast, verkaufen. Beim Depot und einstellen. So, Sämaschine ist noch mit dem ersten Vorgewende beschäftigt. Das ist ja. Hauptsache, wir kommen mit dem Saatgut auch hin, ne? Das wird schon irgendwie. Okay, Drescher läuft. Schwader macht jetzt hier fertig und danach müssen wir. Ja. Danach müssen wir den Schwader wahrscheinlich erstmal wieder warten. Nee. Nee, den Schwader stellen wir dann nur weg. Den brauchen wir nochmal und fangen dann mit dem Ladewagen an, hier Gras einzusammeln, damit wir hinterherkommen. Machen wir gleich. Wir haben hier zu Ende geschwadet. Das hat funktioniert. Also. Gar nicht mal so schlecht. Und den parken wir jetzt erstmal weg. Und ja. Wir werden das geschwadete Gras erstmal lassen und fangen an mit dem Stroh. Weil wenn das Feld vom Stroh befreit ist, kann man den nächsten Schritt machen, was auch immer noch anfällt. Kalken, Düngen, Ansehen, Spritzen, solange wie der Stroh da drauf liegt, nicht. Und mit dem Stroh verdienen wir auch noch Geld. Und wenn das mit dem Geld verdienen heute noch was wird in dieser Folge, mache ich nämlich noch eine Anschaffung. Ja. Erstmal stellen wir jetzt den Schwader weg. Ich hatte ja überlegt, wegen dem Stroh. Aber ich kann das Stroh erst einsammeln, wenn es geschwadet ist. Weil ich es halt brauche, das Stroh.
möchte ich möglichst alles vom Feld haben, deshalb Schwaden. Und deshalb werde ich dann doch schon anfangen, das geschwadete Gras in den Fermenter zu bringen. So. Ich mache jetzt hier die 21. Und hier ist dann auf dem Hof der Fermenter anliefern. So. Das ist egal, ob da Silage oder Gras steht. Ja. Ist jetzt den richtigen Kurs? Oder machst du auch wieder hier so? Ja, der macht das auch wieder. Ich brauche hier offensichtlich, naja, mal sehen. Nee, hier noch nicht. Das Schwierigkeiten ist beim Rausfahren halt. Ne? Okay. So, wir kontrollieren mal eben die anderen. Hier hat er abgetankt. Drescher fährt, Sämaschine sät. Das scheint hier alles zu funktionieren. Ist immer noch im zweiten Vorgewende. Durch die scharfen Ecken und Kanten dauert das, ne? Und die wird sowieso ein bisschen was länger brauchen. Okay, das funktioniert alles. Ja, das hier ist auch am Arbeiten. Ich lasse das jetzt mal weiterlaufen mit der Weizenernte. Weil ich einmal möchte, dass er wegfährt. Den Weizen für das Geld, das wir dadurch verdienen am Depot. Hier muss unbedingt geschwadet werden, damit das alles auch ordentlich abgefahren werden kann mit Ladewagen. Naja, auf jeden Fall lasse ich das machen und dann machen wir noch eine kleine Anschaffung. Bis gleich. Damit sich die Abfahrerei auch lohnt, weil ich ja was damit vorhab, ist der Anhänger jetzt rappelvoll. Zu 100% mit Weizen. 52.000. Das muss zum Depot. Da ist der beste Preis für Weizen. Und dann gucken wir mal, wie viel wir für die Anhängerladung Weizen bekommen. Und das ist Schritt 1 und Schritt 2. Dann machen wir noch eine Anschaffung, wie gesagt. Und nun wird das ernst. Jetzt wird hier abgekippt. Am Depot. Ja, der Drescher ist schon wieder voll. Das Problem, dass der Drescher jetzt auf dem Feld steht, werden wir später nicht mehr haben, wenn wir mit einem Hofsilo arbeiten. Als Umverteilungs- oder Knotenpunkt quasi. Vom Hofsilo aus. Die Sachen bleiben dann entweder da drin liegen oder aber werden von da aus mit einem LKW wegtransportiert. So haben dann die Traktoren 41.792. Naja, das ist in Ordnung, würde ich sagen. Ne? Wie war der Weizenpreis? Was haben wir hier sehen? 803. Ja, okay. Also die vom Feld zum Silo, dann auf dem Hof, sind die Traktoren nicht so lange unterwegs, als wenn sie dann zu den Verkaufsstellen fahren, die ja dann doch alle ein bisschen weiter außerhalb angebracht sind. Obwohl, wenn der jetzt hier querfeld einfahren würde, ne, wäre der schon direkt da beim Drescher. Aber dem ist ja nicht so. Der ist gleich fertig, der wartet. Der ist fleißig am Sammeln. Das ist dann schon hier die dritte Ladung. Ja. Ja. Das ist die dritte Ladung, die er schon wegbringt. Das ist gut. So, Käufen. Anschaffung. Ich habe etwas mir angeguckt und gerechnet. Und das ist ja folgendes. Wir haben ja schon den Fermenter. Der stellt ja schon Silage her für uns, ne? Auf einem ganz einfachen Weg. Und dann brauchen wir noch die Heutrocknungsanlage und dann brauchen wir noch die Mischfutteranlage. In die Mischfutteranlage kommt dann halt das Heu, die Silage und vom Feld Stroh. Daraus wird Mischfutter hergestellt. Und ich habe mal so geguckt.
Futter 1610 pro angefangene 1000 Liter. Wenn wir die Silage direkt verkaufen, das gibt nur 380. Wenn wir, na, Heu direkt verkaufen 132, wenn wir Stroh sind 118, aber wenn wir alles zusammenschmeißen, Heu, Gras, nee, doch, nein, Heu, Stroh und Silage in einen Topf und das vermischen lassen zu Futter, dann kriegen wir 1610 Euro pro 1000 Liter. Das lohnt sich. Damit können wir erstmal Geld verdienen, Geld, das wir auch brauchen für die Kühe. Weil wir haben ja gesehen im Livestream, ich glaube, ich muss da eingreifen oder ja. Der hatte vorhin sich so komisch das Abtankrohr verdreht. Moment. Und seitdem stimmt der Triggerpunkt nicht und ich möchte jetzt während der Aufnahme halt keinen Spielneustart machen, damit sich das wieder behoben hat. So. Deshalb assistiere ich da kurz von Hand. Wir haben jetzt genug Geld auf dem Konto, gehe ich mal von aus, um jetzt gleich zu bauen. So. Ich habe jetzt in Cosplay die Option aktiviert, dass der Drescher zum Abtanken anhält. Sonst würde er jetzt losfahren. So. Dann lasse ich den Abfahrer jetzt mal hier stehen. Aktiviere den wieder. Da ist nur noch der Fitzel. Fitzel, Fitzel, Fitzel. Ich weiß nicht, ob wohl Vorgewende vielleicht. Wir werden sehen. Wie viel Heu, wir werden sehen, wie viel Gras wir hier reinschmeißen, wenn wir fertig sind. Wie viel dann drin ist, den hatten wir leer gefahren. Ob wir genauso viel Gras in den Fermenter bekommen vom Vermehrungsgras, von der Schwart, die übrig bleibt, wie letztes Mal oder wie sonst immer, wenn wir mähen und schwaden. So. Wir brauchen Grastrocknung. Ah, Birne. Diesel haben wir, Dünger, Erdhaufenfermenter, Flüssigdünger, Heutrocknung. Der 275.000? Ey, ich dachte, was mit 195? Oh. Da fehlen ja noch über 60.000 Euro. Das ist ja jetzt doof. Ich dachte, die kostet was mit 195.000. Oh nö. Ganz schlecht. Ganz schlecht. So, du bist fertig. Sehr schön. Du fährst dann bitte erstmal wieder alles zumachen hier. Du fährst dann bitte zum Werkstatt. In Ordnung bringen, wieder neu befüllen und sowas. Ja, da habe ich hatte im Hinterkopf 195.000 Euro, kostet aber die Heutrocknungsanlage nicht, sondern 275.000. Ja, okay, ist ja nicht schlimm. Dann bauen wir beim nächsten Mal. Zweites Vorgewende, vierte, ja. Ja, man kann so ungefähr irgendwie hinkommen dann. Ja. Ja, mache ich jetzt weiter. Ich würde sagen, keine Kollision. Ich würde sagen, wir machen nächstes Mal zusammen weiter, ne? Und damit wir das Schritt durch Schritt auch alle miterleben, was passiert, weil an diesem Erntezyklus werden wir uns richtig gesund stoßen. Okay, wir können den Raps nicht verkaufen. Den Raps brauchen wir für die Dieselproduktion. Aber dann, wenn Diesel erstmal produziert ist,
Ja. Ach, Leute, das wird gut. Das wird gut. Okay, dann war es das für heute. Schade, leicht verkalkuliert. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen und mein Gedankengang ist für euch nachvollziehbar, ne? Wir nehmen Silage, für die wir eigentlich gutes Geld kriegen. Wir nehmen Heu, das kaum was wert ist. Wir nehmen Stroh, das noch weniger als Heu wert ist. Wir schmeißen das zusammen und kriegen dann Mischfutter. Und zwar, ich glaube, 40% Silage, 40% Heu, 20% Stroh ergeben 100% Mischfutter. Auf jeden Fall das große Volumen passt ja dann, ne? So viel Zutaten, wie wir zusammenmischen, so viel kriegen wir dann auch an Endprodukt. Wir haben ja dann von den Zutaten, von den Mengen her keinen Verlust. Und wir verdienen dann mit dem Mischfutter erstmal richtig Geld, bevor wir es wirklich für die Kühe brauchen. Und Kühe, wie gesagt, den Stall, den wir haben möchten, ne, hatten wir uns im Stream angeguckt. 1,3 Millionen Euro. Mann, Mann, Mann. Aber da kommen wir hin. Da kommen wir hin. So. Passt auf euch auf. Bleibt mir gesund, bleibt mir gewogen. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.